Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir können das Attentat vollführen auf Tamir. Wir haben im letzten Part Nachforschungen angestellt. Wir wissen, wo er sich aufhält und was er vorhat. Und wir wissen auch, dass es uns nicht passt, was er da so macht. Dann begeben wir uns mal zum Zielpunkt. Natürlich liegt auf dem Weg des Zielpunktes ein weiterer. Also ich hätte schon erwartet, dass du da ranspringen kannst, mein Lieber. Naja, gut. Was ich sagen wollte, natürlich liegt auf dem Weg ein weiterer Aussichtspunkt, dann werden wir den auch mitnehmen. Aber die neuen Stück im Armenviertel sollten an sich nicht schwierig zu finden sein. Okay. Ah, er ist das. Oh, das ist mal ein etwas größerer Turm, wie es scheint. Die ersten drei Türme, die wir gemacht haben, waren ja immer die gleichen, also von der gleichen Bauart. Und hier bin ich jetzt mal gespannt. Okay, er kann sich nicht an diesem Fenster festhalten. Finde ich ein bisschen blöd. Hier geht es. Allerdings kommen wir von hier aus nicht weiter nach oben. Naja, müssen wir mal gucken. Irgendwie werden wir da schon hochkommen. Hier vielleicht. Wenn er denn richtig ransprenge. Nö, er möchte aber sich da nicht festhalten. Dann probieren wir das anders. Es kann genauso gut sein, dass wir über dieses Haus an den Aussichtspunkt kommen sollen. Also ich erklimme erstmal diese Hauswand. Ach ja, genau, was ich noch gar nicht erwähnt habe, man muss natürlich auch immer aufpassen, da es auf manchen Dächern, am Anfang noch nicht so vielen, aber im späteren Verlauf des Spiels, auf immer mehr Dächern sind auch dann Wachen zu finden. Die müssen wir natürlich ausschalten, denn auf dem Dach sich aufzuhalten ist streng verboten. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, das Ganze spielt 1191 nach Christus natürlich. Also schon eine ganze Weile her. Aber es ist natürlich auch super gemacht. Also ich finde, Ubisoft hat es ja perfekt geschafft, die Zeitstimmung einzufangen, finde ich. So. Es müsste jetzt entweder Nummer 4 oder Nummer 5 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Es war die Nummer 4. Okay, hätte von mir aus auch schon die Nummer 5 sein dürfen. Und da unten seht ihr auch schon die Wache auf dem Dach. Ich kann mal ganz kurz das Adlerauge anmachen, um sie euch zu zeigen. Da ist sie rot markiert. Aber jetzt könnten wir theoretisch das Attentat machen oder wir holen uns noch den anderen Aussichtspunkt. Beziehungsweise... könnten wir auch tun, oder? Ja, der Vollständigkeit halber nehmen wir die noch mit. So, immer schön im Kombo angreifen. Sehr schön, der starke Angriff hat gesessen. Den nehmen wir so mit. Und da hat sich noch einer zu uns gesellt. Na komm, dich machen wir auch platt. Und geschafft. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, das wollen wir noch lieber nicht. Oh, aber erst 3 von 12 Bürger gerettet. Ich glaube, das sollten wir mal ein bisschen vermehrt machen hier. Ja, da haben wir die Partisanen. Also ich glaube doch, dass es nur die beiden Gruppen gab. Es gab die Gelehrten und die Partisanen. Aber okay. Ja, da hat wahrscheinlich gerade einer gesehen, dass ich aufs Dach geklettert bin. Das mögen die Wachen natürlich nicht, aber ich habe mich ein Glück noch schnell genug versteckt, sodass er mich jetzt hier nicht finden wird. Jetzt muss ich nur gerade warten, bis der wieder nach unten geht. Ist er schon, nicht wahr? Okay. Hier müssen wir jetzt aufpassen, da diese Wache, der dürfen wir nicht zu nahe kommen, beziehungsweise die darf uns nicht sehen. Die möchte nicht, dass wir hier oben sind. Deswegen stelle ich mich jetzt mal gerade hier hinter und warte, bis er mir vorbeiläuft. Na komm. Oder ich schleiche mich an. Perfekt. So hat das zu funktionieren. Von hier aus können wir auch hier nach oben. Muss mal ganz kurz gucken. Da ist der Aussichtspunkt. Wie gesagt, den nehmen wir noch mit. Und danach machen wir uns dran, Tamir in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Denn ein illegaler Waffenhandel, ein illegaler Waffenhandel, so ist richtig,
Mit den Templern ist, mit dem ist nicht zu spaßen. Das sollten wir unterbinden. Und drauf hier. Und wieder dürfen wir die wunderschöne Aussicht über Damaskus genießen und das Umland in der Umgebung. Wunderbar. Jetzt versuchen wir uns mal am Attentat. Ich glaube zwar, dass das erste noch kein großes Problem darstellen wird, aber man weiß ja nie. Ich bin mir jetzt auch gar nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt mal von unten hier rein. Nein, geht nicht. Du ein paar Münzen für meine Kinder. Willkommen. Ja, diese Frau, die uns jetzt hier gerade bedrängt, die Münzen von uns haben will. Ich bitte euch. Das ist ein, ich sag mal, taktischer Schachzug des Spiels. Und zwar sollte die uns einfach nur aufhalten. Die soll uns dazu verleiten, zu stolpern oder einen Zivilisten zu töten. Ja. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, halt ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern. Ihr sollt mich kennenlernen. Ganz schön brutaler Sack, der Typ. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Tamir, das war dein letzter Mord, glaub mir. So, wir haben natürlich ein rotes Auge. Wir dürfen uns hier nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, Tamir unbemerkt zu erledigen. Ich laufe also so lange noch wie ein Gelehrter durch die Gegend und schleiche mich jetzt von hinten an ihn heran. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut. Ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Naja, in erster Linie hat er jetzt mal dich zerstört. Diese Feder erinnert euch noch dran, die haben wir von unserem Verbindungsmann bekommen. Okay, es herrscht Stadtalarm, habt ihr schon gehört. Bedeutet, jede Wache hier ist nun auf der Suche nach uns. Ist ja klar, wir haben gerade vor ihren Augen so mehr oder weniger ihren Meister getötet. Wir müssen ab zum Büro.
tun wir das. Dafür sollten wir als erstes mal diese überdachte Siedlung hier verlassen. Und dann möglichst über die Dächer fliehen. Denn auf dem Boden zu bleiben, wenn man gesucht ist... Mensch, alte ihr, beziehungsweise... Er kommt hier nicht hoch, was bist du denn für eine Lusche, sag mal. Also manchmal stellt er sich ganz schön doof an. So, erstmal die Wachen loswerden mit Hilfe dieses Dachgartens. So, warten wir, bis er wieder runtergeht. Ihr hört jetzt auch die Glocken im Hintergrund, das ist der Stadtalarm, der jetzt darauf aufmerksam macht, dass ein Assassine in der Stadt ist. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie lange es dauert, bis wir den Stadtalarm wieder loswerden. Allerdings müssen wir jetzt natürlich zuerst... Oh... Ach, so schade, dass ich noch kein Attentat von oben ausführen kann, ne? Das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit. Genau, die Feder, die wir bekommen haben von unserem Verbindungsmann, die mussten wir quasi jetzt als Beweis in dem Blut unseres Opfers tränken, damit er, naja, damit wir ihm von unserem Erfolg berichten können. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Mit Sicherheit. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, meine Frage, werden wir da jetzt direkt hin teleportiert? Ja, zurück zu Al-Mualim. Ja, wir werden direkt hin teleportiert. Okay, dann berichten wir doch mal unserem Meister direkt von unserem Erfolg. Oder so. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Dankeschön. Na gut. Ich schätze mal, wir müssen auch diesmal nicht direkt schlafen. Und du machst dich vom Acker? Dann können wir vielleicht mal mit der Lucy ein paar Takte quatschen, weil die scheint mir gar nicht so schlimm zu sein. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Mit Sicherheit irgendein bekanntes Gedicht oder irgendeine bekannte Lyrik. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Du bist mir eine ganz Gesprächige. Da hinten geht mein Zimmer auf. Am PC, Abstergo E-Mail-Netzwerk, Eingang Lucy. Ja, dann lesen wir doch einfach mehrere E-Mails, würde ich sagen. Von Warren Widdick, Ihr Stift. Moment, da geht's los. Warren, habe heute wieder Ihren
Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Er schreibt, toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Ja, der Typ ist ein ziemlicher Arsch. Vertrauliche Information... Oh, Gottes Willen, was ist das denn? Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an Paragraph 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Monetär bedeutet in Geldmitteln. Dementsprechend erklären Sie sich für einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- und Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken, zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Ganz schön krasse Arbeitsbedingungen da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da so ohne weiteres arbeiten wollen würde. So, von Lucy an Widdick betrifft Layla. Sie sagten eben etwas von Enden wie Layla. Was meinten Sie damit? Ah, das hat er zu uns gesagt, als wir die erste Pause gemacht haben. Nichts. Zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Ja, das macht man halt so. Ich arbeite ja auch in einem großen Büro und da ist das gang und gäbe. So, da oben haben wir auch noch einen PC. Ich gehe mal davon aus, dass es dann Widdicks PC ist. Können wir uns auch dran setzen? Scheint nicht zu klappen. Okay. Auf den Animus können wir wohl nicht mehr. Dann nehme ich mal an, dass man von uns... Hallo, kann ich mit dir reden? Ach nee, das ist der PC. Ja nee, da wollen wir jetzt nicht nochmal hin. Dann gehe ich mal davon aus, dass man von uns möchte, dass wir uns wieder ins Bett legen. Immerhin ist die Tür ja so ganz unauffällig aufgegangen. Okay, dann machen wir eine kleine Pause, bisschen Mittagsschlaf. Na, hinter uns ist die Tür auch direkt wieder zugegangen. Wieder diese seltsamen Zeichen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Pff. Guten Morgen auch. Ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit, um den Part zu beenden, was meint ihr? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und Kommentare da und seid bitte auch im nächsten Teil von Assassin's Creed wieder dabei. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Bald. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja,
sind wir. Du bist ein dämlicher Sack, ey. Okay, wir leben also in einem erbärmlichen Dreckloch. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Verabschiedet habe ich mich ja schon. Also dann, macht's gut. Ciao.